Dieses Schlachtfeld. Du meintest, es war Teil der roten Raubzüge? Die Schlacht der brennenden Blüten. Amadis gehörte zur Kharja-Armee, die nach Westen vorstieß. Seine Division griff die Tenakt an. Aber sie unterschätzten die Stärke des Feindes. Es war ein Massaker. Dass du mit jemand befreundet sein würdest, der an den roten Raubzügen teilgenommen hat. Oh, keine Sorge. Er war einer von den Guten. Er wollte den Angriff stoppen, doch er kam zu spät. Seitdem ist er auf der Flucht. Und du glaubst, dass ihm hier etwas zugestoßen ist? Keine Sorge, wir werden ihn finden. Er versprach mir, eine Nachricht zu schicken. Ich habe gewartet, aber sie kam nie. Sachen für den Vorrat. Das hier ist das Feld, wo die Tenakt die Kharja abgeschlachtet haben. Zeit und Wetter haben die meisten Kampfspuren beseitigt. Aber da sind viele Fußspuren. Noch ganz frisch. Sehen wir uns das mal an. Tiefe Fußspuren, vielleicht Ossaram. Zu viele, um zu sagen, ob Amadis bei ihnen war. Sehen wir uns um. Vielleicht hilft mein Fokus. Amadis sollte doch allein sein. Wieso waren Ossaram hier? Eine Kharja-Waffe. Die Klinge ist verrostet. Sie muss von der damaligen Schlacht sein. Ein Lagerfeuer. Sieht frisch aus. Wer auch immer hier war, blieb mindestens eine Nacht. Spuren. Nicht Ossaram, vielleicht Kharja. Hier gibt's eine Spur, der ich mit dem Fokus folgen kann. Kalana, ich glaube, ich habe hier was. Spuren, die vom Schlachtfeld wegführen. Geh voraus. Ich verstehe das nicht. Wieso ging Amadis weiter nach Westen? Vielleicht finden wir hier noch was anderes. Sieht ziemlich verlassen aus. Ein Utaru? Was macht der denn hier draußen? Vielleicht hat er Amadis gesehen. Fragen wir ihn. Lasst mich raten, ihr seid Nachtschüler. Wurde zurückgelassen, als die Waden losfuhren. Ich habe keinen Platz. Was kommt in meinen Vorrat? Keine Angst. Ich bin kein Kharja-Hasser. Nur ein alter Plünderer, dankbar für ein bisschen Gesellschaft. Ich bin Lel. Ihr habt euch wohl verlaufen.
Genau genommen suchen wir jemanden. Ein Kaja-Jäger. Er müsste allein gereist sein und die Kleider waren sicher abgenutzt. Ja, der war hier. Sah sich auf dem Schlachtfeld um. Wollte wissen, was passiert ist. Zum Glück kennt der alte Lel all die Geschichten. Die Kaja-Armee stürmte direkt in die wartenden Tenakt. Die meisten verbrannten. Andere brachten die Tenakt zurück nach Westen. Euer Mann wollte wissen, wohin. Ich habe ihm die Gerüchte von einem Ort namens Vollnis erzählt. Was ist das? Ein Tenakt-Kerker. Oder Kaja-Friedhof. Je nachdem, wie man es sieht. Wo liegt dieser Ort? Weiter westlich, im Tenakt-Gebiet, aber das hielt ihn nicht auf. Eine Osseram-Karawane lagerte auf dem Schlachtfeld. Die wollten in die gleiche Richtung. Er ging mit ihnen. Sie zogen nach Westen, zu den Bergen. Danke, Lel. Wir müssen jetzt los. Weidmanns Hall da draußen. Wir gehen nach Westen, zu den Bergen. Wenn wir die Karawane finden, finden wir vielleicht Amadis. Los geht's. Du meintest, Amadis verlor in der Schlacht jemand Geliebten. Glaubst du, die Tenakt nahmen stattdessen diese Person gefangen? In der Fäulnis? Ich weiß nicht. Vielleicht. Der Hügel da vorne. Sieht aus, als wäre da ein Tunnel. Ein Panzerschnapper. Er hat uns noch nicht gesehen. Wir können es benutzen. Habicht und Drossel, wie in alten Zeiten.